Walter Hartinger ist ein eher in sich gekehrter Mensch. Ich würde fast sagen, er ist eigentlich kein typischer Polizist, weil er sehr intuitiv arbeitet, also viel mit seinem Gefühl arbeitet, viel spürt, viel erspürt, viel erfühlt und sich mehr oder weniger in sein Gegenüber reinfühlt, als dass er irgendwie mit seinem Hirn da versuchen würde zu kombinieren, sondern er fühlt sich rein und folgt dem und ist dem auf der Spur und ist dem auch sehr nah, hat sehr viel Verständnis auch für seine Täter. Einen Monat bevor das Buch in Druck ging, hat mein Verleger angerufen, er hätte eine Mail bekommen, es gäbe einen Rosenheimer Kommissar Hartinger. Den gab es definitiv nicht, wie ich angefangen habe zu schreiben. Da habe ich natürlich gegoogelt, ob es sowas gibt. Und dann stand ich plötzlich vor der Entscheidung, wie nennst du ihn jetzt? Und dann bin ich etliche Umwege gegangen und dann bin ich schließlich auf das einfache Hartinger gekommen. Der hat gesagt, der Fisch stinkt vom Kopf her. Du bist der Genie. Es ist eine wunderschöne Gegend, es ist ein wunderschöner See. Und das macht natürlich auch Spaß, in so einer Umgebung zu arbeiten, ganz klar. Ha! Hallo, was geht denn hier? Du? Keine Panik, ich bin ohne Mama. Es tut mir leid. Die Person, die er wirklich liebt, das ist seine Tochter. Die lebt bei der Mama in Hamburg, hat sich entschieden, nach Hamburg zu gehen zur Mama und kommt überraschend in diesem Film zurück und wird auch verstrickt in den Fall. Hey. Kochst du uns was? Ja. Und vor was soll ich aufpassen? Ach, der Nachbar. Ah! Ja, die Lena. Also im Prinzip ist es ungewöhnlich für einen Krimi, denn der Zuschauer weiß von mir ziemlich bald am Anfang des Films schon, wer der Täter ist. Der Täter wird genauso exponiert und vorgestellt wie der Kommissar, also das läuft immer parallel. Sie kannten sie also? Ja, Hartinger, das war die Dame, die mir vor 20 Jahren den Tod meiner Tochter mitgeteilt hat. Da gab es doch auch einen Prozess dann. Ja, da sind dann nur noch die Anwälte erschienen, von der Ärzteversicherung. Den Prozess haben sie schwer gehabt. Ich erzähle Ihnen mal was. Ich habe ja Medizin studiert ursprünglich und deswegen ist mir diese Geschichte eingefallen, die was mit einem medizinischen Versagen zu tun hat. War bei dieser OP, bei dieser Interruptio, außer der Frau Kaufmann noch jemand anderer beteiligt? Ich weiß nur, dass ich nicht dabei war. Das gibt's doch nicht. Da hat es einen Prozess gegeben, da haben Leute ausgesagt, das ist Ihre Klinik. Das müssen Sie doch wissen. Du musst da weg, Lena! Schau, dass du wegkommst, der Ostermeier ist gefährlich! Herr Hartinger. Herr Ostermeier. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch kommen. Die Lena muss sich jetzt auf ihren Auftritt vorbereiten. Auf Wiedersehen. Lena!